Valerie, Valera, als du ins Himmelreich. Valerie, Valera, als du ins Himmelreich. Um ihn zu ehren, wollte man mal einen Brunnen bauen. Der sollte Sützos Denkmal sein, ganz herrlich anzuschauen. Valerie, Valera, ganz herrlich anzuschauen. Valerie, Valera, ganz herrlich anzuschauen. Des Grafen Standbild sollte auf die Brunnensäule zieren. Der Stadtverschönerungsverein tat sich jedoch genier. Valerie, Valera, tat sich jedoch genier. Valerie, Valera, tat sich jedoch genier. Verworfen wurde Sützos Bild, verschwand so ganz und gar. Stattdessen nahm man Eckhart, weil der viel schöner war. Valerie, Valera, weil der viel schöner war. Valerie, Valera. Und die Moral von der Geschichte willst du in höchste Höhen? Dann reicht es nicht nur reich zu sein, am besten reich und schön. Valerie, Valera, am besten reich und schön. Valerie, Valera, am besten reich und schön. Wo bist du hin? Niemand kennt deinen Namen bis heut. Im ganzen Land leider unbekannt. Nur noch Steine bewundern die Leut. War deine Zeit, zog's ins Frankenreich übers Land und hast das Leben vom Stein befreit, warst einmalig zu deiner Zeit. Heute noch bewundert man dein Werk im alten Ruhm in unserer Stadt, in unserer schönen Stadt. Und mit deinen weltbekannten Meisterwerken macht man Kasse hier in unserer Stadt. Wunder aus Stein, ihre Namen kennt die ganze Welt. Und ihre Gesichter von deiner Hand haben vieles in den Schatten gestellt. Heute noch bewundert man dein Werk im alten Dom in unserer Stadt, in
unserer schönen Stadt. Und mit deinen weltbekannten Meisterwerken macht man Kasse hier in unserer Stadt. Wo bist du her? Niemand kennt deinen Namen bis heute. Im ganzen Land leider unbekannt. Nur noch Steine bewundern die Leute. Ja, seit wir Welterbe geworden sind, ist ja unglaublich. Also die Straßen sind voll, ein Stimmengewirr, Englisch, Japanisch, Chinesisch, alles, ja. Sogar Brasilianisch, ja. Aber niemand kann hier Englisch. Das ist natürlich hart, wenn man irgendwo hingeht. Dann haben wir jetzt gedacht, da müssen wir mit gutem Vorspiel, Vorspielen? Nein, nenn es nur Vorspiel. Nachspiel, das ist eigentlich schon Nachspiel, ja. Also da müssen wir mit großen, da müssen wir einfach mal uns in die Bresche werfen, ne? Und schmeißen. Und ins auf Vorspiel Englisch, meinst du? Ins Nachspiel, ein Englisch, ein Text beisteuern, der ist auch... Zum Beispiel. Now, Burgermaster, where do you hide? You're a secret, we don't know your name. But nevertheless, you're a money-printing press. So we thank you again and again. Aus gutem Hause, doch sie war wie die Sünde schön. Sie war ganz einfach unter Krause und tat so gern spazieren gehen. La 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 dass sie auffiel, denn dafür war sie ja gemacht. Ein bisschen Sphinx und Nofretete und böse König in der Nacht. Uta Krause, du Traum von einer Frau, wer hätte dich denn je verstanden, wer würde jemals aus dir schauen? Es war ein... Jetzt habe ich den Text vergessen. Eigentlich. Das wäre doch nie passiert. Sonst lässt er immer die Strophe gleich weg. Also. Ein Glück für Johann Wolfgang Goethe, der hat sie Gottlob nie gesehen. Der hätt nie wieder was geschrieben und wird noch heut an Krücken gehen. Babnuba, beta, duba, duba, babade, 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 babade. Es war ein Zufall, der sie krönte. Sie stand Modell für ein Genie, für einen, den man nie erwähnte. Vielleicht war der ja eine sie. Traum einer Frau, wer hätte dich denn je verstanden, nur eine andere schöne Frau. Uta Krause, wer wäre jemals auf dir schlau, wer hätte dich denn je verstanden, nur eine andere schöne Frau.
Ja, wer hätte das gedacht? Der Naumburger Meister war vielleicht eine Meisterin. Und diesmal bekommen wir keine Widerrede. Mal her auf meine Seite und singt ein kleines bisschen mit. Jetzt kommt das Lied der kleinen Leute, die keiner sieht. Jetzt kommt das Lied der kleinen Leute, die keiner sieht. Hier gibt's kein Schloss mit goldenen Räumen, nur eine kleine Bank am Rande der Stadt. Man singt das Lied der kleinen Leute, die kleinen Leute werden selten satt. Man singt das Lied der kleinen Leute, die kleinen Leute werden selten satt. Die Häuser hier sind klein und verwinkelt, man hört den Krach und jedes Lustgeschrei. Das ist das Glück der kleinen Leute, die kleinen Leute sind ja live dabei. Das ist das Glück der kleinen Leute, die kleinen Leute sind ja live dabei. Sonne unter, das Straßenpflaster ist hier schlecht. Die reichen beiden diese Gegend, den kleinen Leuten ist das ganz recht. Die reichen beiden diese Gegend, den kleinen Leuten ist das ganz recht. Wir sind jetzt da in Spannung, genau, entspannt.
Blub macht sie die Kasse, trinkt Whisky aus der Schnabeltasse. Oma Ruth, Oma Ruth, die kann fluchen, alter Falter, ist viel zu fit noch für ihr Alter. Oma Ruth, Oma Ruth, ja, die macht und tut, sie ist halt Oma. Falsche Zähne, das ist Oma Ruth, Oma Ruth. Rosa Strapse extra breit und ein Riesenschlitz im Kleid, das ist Oma Ruth, Oma Ruth. Ja, im Ofen ist noch Glut bei Oma Ruth. Bei Oma Ruth, Oma Ruth. Doch wer nicht blind ist, der kann es sehen. Die bringt Lahme noch zum Gehen. Oma Ruth, Oma Ruth. Ja, im Ofen ist noch Glut bei Oma Ruth, Oma Ruth. Jahren man selbst Geschichte ist und ich im Universum bestimmt kein Schwein vermisst, dann wird es sein wie heute, so ist der Weltenlauf. Die Großen prägen die Zeche und die Kleinen zahlen drauf. Ei, 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 es ist zum Haare raufen, die Kleinen hängt man einfach auf, die Großen lässt man laufen. Ei, 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 es ist zum Haare raufen, die Kleinen hängt man einfach auf, und die Großen lässt man laufen. Allein.
dann wächst mir ein Horn. Korn, Korn, trink ein Apfelkorn. Trink nicht so viel, dann wächst mir ein Horn. Und weil man geht. Das Resultat einer durchzechten Nacht. Was habe ich bloß mit meinem Deckel gemacht? Wir sind das Resultat einer durchzechten Nacht. Was habe ich bloß mit meinem Deckel gemacht? Die Hussiten zogen von Aumont über Jena her und Hamburg. So fängt jenes Märchen an, dass der Georg Rau ersann. 82. So fängt jedes Märchen an, das der Georg Rau ersann. 1782. Sinn und Unsinn sich vermählen, wenn die Leute sich erzählen, wie das mit dem Prokop war, der, als er die Kinder sah, Kirschen tat verschenken. Wie das mit dem Prokop war, der, als er die Kinder sah, Kirschen tat verschenken. Wirklich überall, nur nicht hier im Saaletal und auch nie vor Naumburg. Doch der Schwindel füllt die Kassen und verkauft es. Einer hat sich's ausgedacht, alle haben mitgemacht, um zu profitieren. Einer hat sich's ausgedacht, alle haben mitgemacht, um zu profitieren. So als wird's verboten. Auf der ganzen Vogelwies, wir in Mengen Sau am Spieß. So als wird's verboten. Sieten an, alle Jahre wieder. Heute lockt man mit Tamtam, schlimmes als zu Sieten an, alle Jahre wieder. Zwischen Dünen und Ruinen, um der Wissenschaft zu dienen, nicht umsonst, und des Nachts, wenn alle töten.
war sein Tatendrang am größten. Reich bepackt mit einem Schatz kam er zurück. Er hieß Karl Richard Bell und war nicht nur eventuell der letzte Kopf, den diese Stadt zu bieten hat. Bitte Strophe. Alle Welt lässt heute Geld im ägyptischen Museum. Das hatte kürzlich Jubiläum in Berlin. Dort ist unser Karl was wert, doch begeistert er Millionen, wird mit stillen Ovationen und verehrt. Kopf, den diese Stadt zu bieten hat. Und ganz am Ende seiner Tage stellte er sich eine Frage: Wohin hätt's Glück gezählt, hätt ich nicht im Sand gespielt?